Hallo meine Lieben, mein Name ist Alexandra vom Team Aufgabenkultur von Mathematik macht Freude, Freunde. Und wir möchten euch sehr gerne bei der Vorbereitung auf die schriftliche Reifeprüfung unterstützen. Und zu diesem Zweck gebe ich euch in diesem Überblicksvideo einen Einblick, was ihr im Kapitel WS3 Wahrscheinlichkeitsverteilungen bei der schriftlichen Reifeprüfung können solltet. Wir beginnen mit den Grundbegriffen. Zunächst einmal, was ist ein sogenanntes Zufallsexperiment? Das ist ein Versuch, der unter genau definierten Bedingungen abläuft und einen zufälligen Ausgang hat. Man weiß also im Vorhinein nicht, wie er ausgehen wird. Ein Beispiel dafür wäre das Würfeln. Dann der Begriff der Zufallsvariable x. Diese Variable ordnet jedem möglichen Ausgang eines Zufallsexperiments eine bestimmte reelle Zahl zu. Beim Würfeln könnte das beispielsweise die Augenzahl sein. Da wären Werte von 1 bis 6, und zwar ganzzahlige Werte, möglich. Zufallsvariable gibt es sogenannte in diskreter Form. Das bedeutet, innerhalb eines bestimmten Intervalls werden nur endlich viele Werte angenommen. Diskrete Zufallsvariable entstehen häufig durch einen Zählvorgang und sind daher oft ganzzahlig. Eine andere Möglichkeit ist, dass es sich um eine stetige Zufallsvariable handelt. Stetige Zufallsvariable können in einem bestimmten Intervall unendlich viele mögliche Werte annehmen. Häufig werden sie durch einen Messvorgang bestimmt. Da könntet ihr beispielsweise an die Körpergröße, die Masse oder auch die Temperatur denken. Nun zum Begriff der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Diese gibt an, wie sich Wahrscheinlichkeiten auf die möglichen Werte einer Zufallsvariable verteilen. Beim Würfeln hätten wir eine sogenannte Gleichverteilung, wenn es um die Augenzahl geht, denn jede mögliche Augenzahl von 1 bis 6 wird mit der Wahrscheinlichkeit 1/6 erzielt. Nun zum Erwartungswert μ. Der Erwartungswert beschreibt die zentrale Lage einer Verteilung. Es ist die Zahl, die die Zufallsvariable bei einer hohen Anzahl von Versuchen im Mittel annehmen wird. Die Standardabweichung, auch mit Sigma von x abgekürzt. Darunter versteht man die erwartete Abweichung der Zufallsvariablen vom Erwartungswert. Kommen wir nun zum Begriff Wahrscheinlichkeitsfunktion. Dieser Begriff gilt für diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Und es bedeutet, dass jeden Wert k, den eine Zufallsvariable annehmen kann, genau eine Wahrscheinlichkeit p von x gleich k zugeordnet wird. Die Summe aller Einzelwahrscheinlichkeiten muss dann 1 oder 100% ergeben. Nun zum Begriff der Dichtefunktion. Die Dichtefunktion gilt für stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Sie hat stets positive Funktionswerte. Und die Fläche unter der Dichtefunktion im Intervall minus unendlich unendlich hätte den Wert 1. Kommen wir nun zum Begriff der Verteilungsfunktion. Sie ordnet jeden Wert, den die Zufallsvariable annehmen kann, die Wahrscheinlichkeit p von x kleiner gleich k zu. Das bedeutet die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable höchstens den Wert k annimmt. Bei diskreten Verteilungen wäre das die Summe der entsprechenden Einzelwahrscheinlichkeiten. Bei stetigen Verteilungen das Integral der Dichtefunktion im Intervall minus unendlich k. Kommen wir nun zur Binomialverteilung als Beispiel einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung. Binomialverteilungen kann man immer dann anwenden, wenn es sich um ein sogenanntes n-stufiges Bernoulli-Experiment handelt. Was gilt für so ein Experiment? Nun, zunächst einmal, dass n voneinander unabhängige Versuche durchgeführt werden. Jeder dieser Versuche hat nur zwei mögliche Versuchsausgänge. Das Ereignis tritt ein oder es tritt nicht ein. Außerdem ändern sich die Wahrscheinlichkeiten nicht. Das bedeutet, dass das Ereignis eintritt, ist bei jedem Versuch unabhängig vom vorangegangenen gleich hoch. Das entspricht einem Ziehen mit Zurücklegen. Was gilt nun für eine binomial verteilte Zufallsvariable x? Diese Variable beschreibt die Anzahl der Erfolge, also die Anzahl jener Fälle, in denen das Ereignis eintritt. Und sie hängt ab von den Parametern n, das ist die Anzahl der Versuche, und p, das wäre die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis eintritt.
Für die Wahrscheinlichkeitsfunktion der Binomialverteilung gilt folgende Formel, die ihr in der Formelsammlung ablesen könnt. Es ist die, für jedes Einzelereignis wird die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, dass die Zufallsvariable einen bestimmten Wert k annimmt. Der erste Teil der Formel gibt die Möglichkeiten an. Hier seht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis k mal eintritt. Und hier seht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass das Gegenereignis n minus k mal eintritt. Die Summe aller Einzelwahrscheinlichkeiten ergibt bei der Wahrscheinlichkeitsfunktion gleich 1 oder 100%. Weiters kann man die sogenannte Verteilungsfunktion p von x kleiner gleich k berechnen. In diesem Fall summiert man alle passenden Einzelwahrscheinlichkeiten. Für den Erwartungswert μ der Binomialverteilung gilt, dass er mit der Formel n mal p berechnet wird. Man muss also die Anzahl der Versuche mit der Wahrscheinlichkeit multiplizieren, dass das bestimmte gesuchte Ereignis eintritt. Für die Standardabweichung gilt die Formel Sigma ist die Wurzel aus n mal p mal 1 minus p. In der Formelsammlung für die standardisierte Reifeprüfung findet ihr diese Formel nicht direkt, sondern die Formel für die Varianz, also die Standardabweichung zum Quadrat. Ihr müsst also daran denken, die Wurzel zu ziehen. Kommen wir nun zur Normalverteilung als Beispiel einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung. Stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen werden durch eine Dichtefunktion beschrieben. Im Fall der Normalverteilung ist die Dichtefunktion durch folgende Funktionsgleichung gegeben, die ihr im Übrigen auch in der Formelsammlung finden könnt. Wichtig ist, dass man bei stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen, dass hier stets gilt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein ganz bestimmter Wert angenommen wird, stets 0 ist. Man berechnet also Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe der Verteilungsfunktion. Ich habe euch das hier grafisch dargestellt. Diese typische Form nennt man auch Glockenkurve. Die Dichtefunktion f von x wäre also hier dieser Graph. Typisch ist für die Normalverteilung, dass man beim Maximum den Erwartungswert μ findet und bei den Wendepunkten, das entspricht den Stellen μ plus Sigma und μ minus Sigma. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable einen Wert kleiner gleich k, also höchstens k, annimmt, entspricht der Fläche unter dieser Dichtefunktion im Intervall minus unendlich k. Ich habe sie hier in dieser Abbildung rot gekennzeichnet. Bei der standardisierten Reifeprüfung soll häufig die Binomialverteilung durch die Normalverteilung approximiert werden. Das ist dann möglich, wenn die Standardabweichung größer als 3 ist. Ich habe euch das grafisch dargestellt. Hier in Blau sieht man die Binomialverteilung. Summiert man die Flächen der einzelnen Rechtecke, würde man die entsprechende gesuchte Wahrscheinlichkeit erhalten, dass die Zufallsvariable in dem Fall einen Wert kleiner gleich 11 annimmt. Das kann man approximieren durch die Normalverteilung. Man ersetzt die Rechtecksflächen durch die Fläche unter der entsprechenden Glockenkurve. Wo findet ihr nun passende Aufgaben? Ihr findet sie unter Aufgabenpool.at im Bereich Mathematik unter dem Grundkompetenzkatalog WS3. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr im kommenden Videozyklus mit mir gemeinsam Aufgaben erarbeiten, die für diesen Bereich typisch sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr daran teilnehmt und hoffe, euch auf die Art und Weise bei der schriftlichen Reifeprüfung unterstützen zu können.